Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Runde Bro Tato hier auf dem Channel Hanno Uncut. Meine Damen und Herren, es ist wie es ist. Hanno Blatt ist ja bekannt. Ich spreche auch gerne über mich in der dritten Person, Digga. Dass Bro Tato läuft, ne? Und hier läuft es auch wirklich. Also ich habe jetzt fast hier alle Charaktere auf Gefahrenstufe 5 vollendet. Und es ist auch langsam. Ja. Also, ne, wir haben den Endlos-Modus gemacht und auch da haben wir den heftigsten Bild gespielt und ich warte einfach gerade nur aufs nächste Update, aber ich lag letztens so in der Sonne und dachte mir, Alter, warum warten? Wir installieren einfach eine Mod mit heftigst vielen neuen Charakteren, die teilweise überbescheuert sind. Ich habe das Spiel auf Englisch umgestellt, weil diese Mod, die heißt übrigens QM Tato, ist verlinkt, die ist halt auf Englisch und wenn ich das Spiel auf Deutsch habe, dann ist die Beschreibung sehr cursed. Hier, es gibt zum Beispiel einen Juggernaut von Dota. Aber wir spielen den Puppeteer und der macht folgendes. Wir haben eine Chance von 20%, einen Gegner zu einer unserer Marionetten zu machen. Und diese Marionette bekommt dann 220% Leben? Also das verstehe ich auch nicht ganz, ne? 220% und dann nochmal in Klammern 2% Leben. Aber die bekommt halt anteilig unsere Stats, sag ich mal, im Groben. Also den Damage, das Leben und die Geschwindigkeit. Und wir können A drücken. Und wenn wir das machen, wenn wir A drücken, dann fighten die ganzen Puppen, die wir haben, gegen die Gegner, die am nächsten dran stehen. Da ist sogar ein Schreibfehler. Ja, und wir können maximal 12 haben, aber wir machen gar keinen Schaden. Abfahrt. Achso, es gibt auch ein paar neue. Es gibt auch ein paar neue Items und Waffen. Habe ich vergessen zu sagen. Ich habe auch noch gar nichts ausprobiert, ne? Ich habe gerade die Mod installiert, habe das Spiel gestartet, habe mir drei Charaktere durchgelesen, kam zu Puppeteer und dachte mir, der ist es. Abfahrt. Also wir haben jetzt einiges an Videos wieder vor uns, Leute. Ist wie es ist. Ihr könnt auch gerne mal ein paar Mods vorschlagen, falls. Ich habe gehört, es gibt eine Mod, die mercht so zwei Charaktere random. Gibt coolen Shit. Ghost SMG. Plus ein Glück für jeden 24. Gegner, den wir killen. Holy shit. Und der skaliert auch mit Glück. Na gut, wir machen ja eh kein Damage. Deswegen würde ich sagen, wir könnten dann auf Türme gehen. Und was machen wir dann? Oder wir gehen einfach nur auf Lifesteal. Oder wir gehen einfach nur auf Healen. Wir gehen auf Healen. Wir fahren Stufe 5, Abfahrt. Das ist unsere Puppe. Der kämpft. Also diese 20% entsteht, wenn die Gegner spawnen, ja? Hä, die fighten die. Ja, aber ich kriege gar kein Geld dann, weil die sterben ja nicht. Die fighten die einfach. Guckt euch das an. Die machen die weg. Das ist ja der Hammer. So, wir gehen auf Glück. Dann holen wir uns noch eine Gartenschere. Aber, ja, ich glaube, wir gehen gar nicht so sehr auf Items. Normalerweise würde ich jetzt in den ersten drei Waves krass viel Hyper rerollen. Aber ich glaube, wir gehen gar nicht so viel. Na doch, vielleicht, damit man den Z-Bonus hat, ne? Aber die locken wir. Brauchen wir hier was? Nö. Oh, wobei, die Limo wäre gut gewesen. Contained Blast. Junge, das ist einfach eine Knarre. Jeder achte Schuss schießt Gyrojects. Was sind Gyrojects? Die Gyrojects haften am Gegner und halbieren den Schaden. Ich kann nicht runterscrollen. Was geht ab? Wir machen mal weiter. Junge, was? Warum sind jetzt Counter-Strike-Waffen drin? Okay, wir machen mal weiter. Ja, gut. Wisst ihr Bescheid. Wir machen einfach nur einen Schaden. Kann jetzt bitte mal eine Puppe kommen? Geht doch. Boah, Alter, der rastet aber aus. Hey, wie geil ist das denn? Ja, ist ein bisschen am Buggen, aber... Junge, es sind einfach meine Schnecken jetzt. Ist ja der Hammer. Ich muss einfach nur auf Live-Regeneration gehen. Aber ich check immer noch nicht ganz, wie die skalieren.
Oh, den nehmen wir. Armor, perfekt. Nehmen wir. Also, die kriegen 220% Leben. Ich glaube, von sich selber. Also, wenn ich jetzt so eine Kackschnecke übernehme, bekommt die 220% ihres Lebens obendrauf. Weil Gegner haben ja auch Leben, nur das ist nicht einsehbar. So. Und genau, das wird erhöht um 2% unseres Lebens. Deswegen steht da auch mittlerweile schon 224 und nicht mehr 220. Okay. Okay, das heißt, wir holen schön... Eigentlich müssten wir voll auf EP gehen, um heftige Level abzubekommen, um die ganze Zeit Flat Damage und Leben halt hoch zu stacken. Ah ja, ich muss ja A drücken. Stimmt, habe ich noch gar nicht gemacht. So, das Ding holen wir. Das Ding, Abfahrt. Oh ja, da war's. Hä? Lol. Okay, ich drück A, dann greifen die das an, was mir am nächsten ist. Wild. Absolut wild. Absolut wild. Alter, stellt euch mal vor, wir holen die dicken Bodybuilder ran. Die dann für uns alle wegmachen. Das wäre ja der Hammer. Okay, und wenn ich A loslasse, ist random, wen die angreifen. Was geht ab? Was geht ab? Aber die skalieren nicht mit unserem Attack Speed. Die skalieren nur... Ja, hier ist jetzt zum Beispiel nichts dabei. Speed. Hier haben wir Speed mit. Und Leben. Oder Armor. Aber wir nehmen Leben. So, und jetzt steht da 186% Geschwindigkeit und 134% Leben. Okay, holy shit. So, das nehmen wir jetzt mit. Das ist eigentlich geil, weil das ist sehr viel Flat Damage, aber wir brauchen Lebensregeneration. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht. Das hier holen wir? Okay, wir machen erstmal weiter. Okay, super interessant. Was, ja. Junge, ich habe mehr Mates als Gegner existen. Hä? Ah ne, wir können maximal 12 haben. Okay, also wenn ich A gedrückt halte, bleiben die bei mir quasi. Ach geil, und die grünen, die... Lol, ich habe einen, der Kugeln schießt. Die grünen Kugeln sind einfach die verbündeten Kugeln, Digga. Ist ja der Wahnsinn, Alter. Wild. Wild. Mehr Bäume. Ausweichen, ja. Perfekt. White Flag ist ja das Beste, auf was wir gehen können eigentlich. Wir heilen... Nee. Das hier ist saugut. Aber ich mag nicht minus ausweichen, weil wenn man ausweichen schön gekappt hat, ist man quasi schon durch. Und umso schneller es geht, umso besser. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt nicht umsonst auf diese Gartenscheren gegangen. Abfahrt. Das ist... Nee, mach mal weiter. Wie wild einfach. Zack, der rasiert. Komm, mach sie weg. Jawohl. Oh, er ist jetzt schon gestorben. Krass. Das ist so in Intervallen, glaube ich. Das ist ja absolut wild. Ich muss mich mal heilen. Das ist ja so... Das ist ein ganz anderes Game, Alter. Hey, wäre ich der Entwickler, würde ich den, der die Mod gebaut hat, direkt anstellen. Hands down. Aber ich glaube, der ist halt super chill. Der Entwickler. Der macht nur so sein Ding, worauf er Bock hat. So in seinem Tempo. Okay, wir gehen nochmal auf Glück. 8% mehr Damage. Jetzt ist die Frage. Damit skalieren die ja nicht, oder? Die skalieren ja nur mit unserem Flat Damage. Also zum Beispiel 2 Melee Damage wäre krass. Ich glaube, wir gehen auf Harvest. Erstmal. So, ich weiß noch nicht. Ich probiere einfach aus. Fühlt sich auf jeden Fall eh giga stark an. Broken Mouth, auf jeden Fall. Jetzt einfach schon 296% mehr Leben. Heilige Scheiße. Okay. Das ist an sich geil. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Höhere Stufen, ja gut, dann spawnen die schneller.
Alter, was geht denn hier? Eigentlich brauchen wir Waffen gar nicht so sehr. Es ist gar nicht so prio wie sonst. Junge, jetzt haben wir einen Charger. Hammer. Ist ja überwild. So, mach mal den Baum hier weg. Die verkloppen die einfach alle. Ja, wir müssen mal ein bisschen Schaden machen, glaube ich. Also auf Schaden gehen. Alter, wie die rumflitzen. Weiß gar nicht, aber man verliert ein bisschen so die Übersicht, wer Gegner ist, ne? Und wer nicht. Also es geht, man muss sich einfach nur umstellen, glaube ich. Es ist ja absolut wild. Guckt euch das an, wie die auch abgehen, wie Schmidts Katze. Stell euch mal vor, man geht richtig hart auf Lanzen. Jo, wir könnten nur auf Lanzen gehen. Und dann sind die einfach überschnell. Fast and furious, Digga. So, drei Armor ist sick. Ja, ich will jetzt auch nicht nur Gärten haben. Hallo. Na gut, aber dann haben wir's. I guess. Ja, soll ich die jetzt mitnehmen? Ist eigentlich überflüssig, oder? Ist überflüssig. Lol. Analeptics. 4% mehr Damage, 3% mehr Speed. 3% mehr Speed. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Es tut mir leid. Mein Auge tränen irgendwie gerade ein bisschen. Ich glaube, Range Damage und weniger Range. Das ist doch ganz geil. So, jetzt gucken wir auf die Damage-Zahl. Ach so. Nee. Hä? Doch. 296%. Ja. 300%. Und wenn ich jetzt 4% mehr Damage hole? Immer noch 300%. Siehste? Prozentualer Damage skaliert nicht. Aber 3% mehr Speed, das heißt, die sind jetzt schneller. Mach die weg hier. Oh, das müssen wir... Alter, stellt euch vor, ich krieg so einen, bitte! Bitte, bitte, bitte! Oh, schade. Das wäre so sick, Alter! Oh, klatsche ich dann Bosse weg? Ich weiß gar nicht. Es wäre geil, könnte man die Viecher irgendwie resetten. Es ist ja so wild. Stell dir mal vor, wir kriegen so einen richtig heftigen Motherfucker. Ich sag's jetzt einfach mal. Wir haben einen! Was? Komm mal alle her. Komm mal alle her hier. Mach die weg. Geil. Hammer. Ist ja insane. Ist ja insane. 6 mehr Leben. Zack. 9 Dodge. Zack. Back. Lumberjack. Ah, das schraubt unseren Damage runter. Armor und Dodge. Was ist das? Materials Gun. 60% Chance, ein Material zu bekommen, wenn wir einen Gegner mit einem Crit killen. 10% Chance, zwei Materialien zu gehen, zu bekommen, wenn wir einen Gegner hitten. Mit Attract Materials for charging itself. Shoot will consume the materials of the gun. Was, Digga? Wie viel Text? Also das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen übertrieben. Naja, ich bleib bei meinen Gartenscheren, wa? Lederweste. So, scheiß auf die Schere. Ein Melee-Damage. Hitting an enemy removes... Ja, damit slowen wir quasi alle Gegner. Ist eigentlich ganz geil. Falls die Hits meiner Leute zählen. Das speichern wir uns, weil das sind 3 Flat-Damage. Das ist gut. Guck mal, da haben wir einen. Boom! Alter. Der geht da rein. Aber er misst... Oh, da hat er getroffen. 33er Hits. Immerhin. Ist das wild. Ist das wild. Ich sage ja, dieses Game hat endlos viel Potenzial. Du kannst ja... Könnt ihr mal jetzt hier die Leute verprügeln? Also es geht doch nicht. Kriegt ja auch alles doppelt. So. Oh, wir haben ganz groß. Und wir haben 3 von den Stacheldüsern. Junge!
Die machen für uns die Leute weg. Das ist ja einwandfreie Arbeit. Endlich mal normale Leute. Schön. Ja, ich glaube, EP wär's, ne? Hier, 2 Range Damage. Zack. Mastery. Zack. Noch ein Turret. Ich glaube, wenn ich for free kriege, ja, aber so. 10 Harvesting. Riposte. Nee. Nee. Noch eine Gartenschere. Hier, Mushroom. Oh. Ja, doch, oder? Wir gehen mal langsam in Richtung Lebensregeneration. So, wie viel Schaden machen die jetzt? 308%. Okay. Ich weiß nicht, wie worth das ist, da krass viel drauf zu gehen. Okay, aber die klatschen die schon echt gut weg. Guck mal, die bleiben auch ganz nah bei mir. Guck dir das an. Hä? Junge! Hier kommt nichts an mich ran. Das sind meine Minions. Versteht ihr das? Mein Land, meine Minions, meine Regeln. Oh, da ist ein Dicker. Schnappt ihn euch. Zack, weg. Geil. Das ist ja so bescheuert, Alter. I love it. Die schlagen alle zusammen. Richtige Keilerei. Mach den Baum weg. Zack. Ja, also gefühlt auf Tempo gehen. Und viel Leben. Tempo und viel Leben. Weil Schaden... Ich meine, die stehen halt in den Gegnern drin und hitten die ganze Zeit dann, ne? Wer dann zuerst umkippt. Hm. Alter, wir kriegen aber echt viel Geld. Ey, das löppt hier. Nee, das kommt weg, Digga. 6 Max Life. Zack. 3 Range Damage. Zack. Ja, jetzt 320% Schaden. Krass. Den Traktor ist ja insane für uns. Holy shit. Alien-Augen insane. Ja, EP. 25% mehr EP. Und ein Beutel. Zack, Lebenregeneration. Hunting Trophy. Aber da ist halt auch so die Frage, wenn wir Crit-Chance haben, kritten dann unsere Viecher. I don't know. Bisher... Also müsste man alles ausprobieren. 2 Leben, 2 Damage. Attack Speed brauchen wir gar nicht. Also sowas ist ja perfekt für den Charakter. Hier, und sowas auch. 3 Leben. Oh, das brauchen wir unbedingt. Ja, geil. Das ist ja komplett bescheuert. So, Zugriff, Leute. Wo sind meine Leute? Spawned. Spawnet ihr Christen. So. Jawohl, das sind 2 Brecher. Eieieiei. Eieieiei. Welle 10. Aha. Macht die mal weg hier. Was ist los mit euch? Was denn hier los? Hier ist gerade der Wurm drin. So. Jetzt haben wir uns gruppiert. Schön. Ey, das ist ja insane. Was ist das für eine geile Scheiße? Junge, warum hat mir keiner von euch gesagt, ich soll Mod... Ja, alles jetzt getriggert. Henno, ich hab dir immer gesagt, lad Mods. So. I guess Reroll. 3 Elementar-Damage. Sollte auch zählen, oder? Ja, perfekt. So, das. Das nicht. Nochmal eine Bag. 342. Kartoffelkanone. Ja, wir machen halt. Ist scheißegal, wir machen keinen Schaden. Hier, sowas ist geil. 3 Melee Damage. Boom. Dann. Spiky Shield wäre auch gut für uns. Das ist perfekt. Ne, wir machen keinen Schaden. Oh, egal, war jetzt ein bisschen Leben. Gut, next up. Ich bin super gespannt auf Elite-Gegner. Hier so welche zu haben, wäre insane. Oh, jetzt kriegen wir nur so einen kleinen Magger. Da, wir haben 2. Boom, die brechen rein. Schön. Aber sie sind sehr langsam.
Ja, macht mal selber in eurem Tempo. Hier, den müsst ihr schnappen. Oh Gott, ich krieg aufs Maul. So, macht mal auf euch gestellt. Ein bisschen Party. Hier, der wäre doch super. Ja, toll. Geil. Oh, juicy. Ja, die knattern schön weg alles. Oh Gott. Das ist crazy. Es ist crazy. Och ja, machen wir mal. Das machen wir nicht. Den nehmen wir mit for free. 9 Speed, sollen wir es nehmen? Oder nochmal 3 Armor. 3 Armor wäre auch sick. Ja, wir machen mal 3 Armor. 10 Glück. Schaufel. Generiert ein Bereich von Treasures. Also, aber unsichtbar. Stay in the area without movement for 3.5 seconds. Will find item box or materials. Das nehme ich jetzt. Was ist das? Was? Okay. Finden wir raus. 5 Speed. Prozent. Geil. Okay, rerollen. Speed. Baby-Elefant. Nee, wir machen ja kein Damage. Ist useless. Noch eine Schaufel. Die ist jetzt blau. Hätte man aber auch ein schöneres Model nehmen können, bin ich ehrlich. Plus 3% Dick-Speed. Dick-Speed, versteht ihr? So, das ist geil. Hier ist noch eine Schaufel. I guess. Oh. Plum Tree? Alle 20 Sekunden spawnt ein Plum. Ein Plum. When pick up, it you will gain one of. Ein dieser Sachen. Dauerhaft oder was? Eine dauerhafte Verbesserung. 3 Glück. 3% XP Gain. 2 Harvesting. 1 Max Life. Oder minus 2% Damage, was für den Charakter völlig egal wäre. Chance of positive effect is affected by luck. Früchte werden automatisch aufgesammelt, wenn die Wave endet. Aber gibt nur heftiges Effekt. Das Ding ist ja insane. Peacock nehmen wir auch und den Gürtel auch. Abfahrt. So, jetzt kommt eine Horde. Jo, die Schaufel, wie hässlich sie ist. Ist einfach nur ein PNG. Okay. So, ich glaube, wir verziehen uns in die Ecke. Weil gegen Horde muss man in der Ecke stehen. Aber ich habe auch Bock, die mal Zweier einzusammeln. Oh, ich habe es Klong machen hören. Oh Gott. Zack, zack, zack. Found Treasure, hier oder was? Da ist so eine Leiste, die geht hoch. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Was? Ich bin einfach ein Schatzgräber. Ah! Oh Gott, ich habe keine Leute mehr. Früchte. Schön. Früchte. Die brauchen irgendwie mehr Leben, oder? Ich weiß nicht. Ich sterbe. Oh, ich lebe. Ach du Scheiße, Digga. 9% ausweichen. 8 Melee Damage. Plum Tree, Peacock, schwarzer Gürtel, Metallplatte. Alles. Abfahrt. Also man muss umherlaufen. Oh, guck mal, da ist so ein Plum Tree. Der ist ja auch richtig schön. Oh, hier ist Treasure. Geil. Das ist perfekt für den. Wir können hier in Ruhe buddeln. Das ist ja insane, die Schaufel. Oh, da kommt langsam eine Frucht. Schön.
Da ist eine Frucht. Boom. Irgendwas haben wir bekommen. Toll. Das ist ja so wild, Alter. Absolut wild. Bleib doch mal bei mir hier. Mach doch mal Alarm. Jawohl. Zack, noch eine Plum. Das ist ja so wild. Stellt euch vor, wir hätten nur Schaufeln. Wir würden ja in Geld schwimmen. Okay. Boah, 6 ausweichen? Oder 9 Leben? Ich glaube 9 Leben. 9 Speed. 3 Rüstung. Oder 4 Melee Damage. 4 Melee Damage. So, wir sehen inzwischen die Stats. Achso, übrigens, damit ihr es mal seht, sorry. Wir haben jetzt in Welle 14 Elite und in 18 nochmal. Das wird jetzt spannend. Okay. Ja gut, dann nehmen wir das hier, glaube ich, nochmal. Dangerous Cake? 20% Chance? Ah, wir machen einen Schaden, 25% unseres Lebens, aber minus 100% zum random Gegner. Ja, wir nehmen nochmal Bean Teacher und das Ding. Das Ding. Von 378 auf 378? Hä? 4% Nahkampf, 4% Elementar. Ne, 2% Nahkampf. Ach so. Und weil das plus 6 Nahkampf war. Und minus 3 Fernkampf. Okay, also Fernkampf ist das Beste. Mit Elementar. Nahkampf geben nur 2%. Das hat sich gerade negiert. Ach du Scheiße. Ghost SMG wäre auch nicht schlecht. Oh, der Traktor. Ja, schon. Ja, Welle 14. Doch, nach 3, 4 Wellen ist schon positiv. Ja, Abfahrt. So. Okay, Leute. Ich brauche euch. Wo seid ihr? Oh Gott. Okay, also ich muss jetzt hoffen, dass meine Leute den killen. Oh ja, die böllern den da gut rein. Alter, die prügeln den richtig weg. Habt ihr es gesehen? Die haben den richtig in der Ecke gemoshpittet. Oh, da war Treasure, aber ich sterbe. Doch nicht. Nein! Nein! Scheiße! Okay, New Try? Nee, New Run? Restart? Achso, nee. Okay, pass auf. Wir machen nochmal neu, aber mit einer anderen Startwaffe. Wir müssen uns jetzt genau überlegen, welche Waffe. Ghost SMG und richtig auf Glück gehen? Lass probieren, oder? Ah, nee, ich muss ja mit der Waffe den Gegner killen. Nee. Ja, dann Harvesting. Und gucken, was kommt. Bringt ja nichts. Ja, Harvesting. So, Abfahrt. Actually eh die beste Waffe. Drückt die Gegner schön weg. So, toll. Super. Kann er die mal killen, bitte? So, jetzt mach die weg. So. Nee. Wobei, ja, nee. Melee Damage ist nicht gut. Ja, 3 Dodge. Bäume locken wir. Hand kommt mit. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Ach nee, was soll's. Das. Oh, shit. Ich wollte den Dings locken. Naja. Den Coupon. Okay, macht sie weg. Sehr gut. Zugriff. Ey, ist das bescheuert. Was ein geiler Charakter. Aber ich muss sagen, ich bin direkt wieder... Ey, ich weiß nicht. Ich finde das allein, wie die Schaufel aussah. Oder dass hier irgendwie jetzt Counter-Strike-Waffen oder so, irgendwelche Shooter-Waffen drin sind. Das stört mein Auge so krass. Ich bin so getriggert vom... Dass das hier... Weil ich finde, bei Brotato ist der ganze Stil, die ganze Optik so rund. So ein Range-Damage. Und das stört da einfach. 3% Dot. Ne, 5 Harvesting.
Zack. Hand. Wing Chun. Chun. 3% Dodge. 4% Dodge Cap. Hä, und 25% des Schadens ist Dodge. What? Ja, an sich geil, oder? Aber wir gehen erstmal schön auf Unarmed. Auf Support. Okay, Knockback noch mehr. Brauchen wir eigentlich nicht. Lack und das Hemd, geil. Abfahrt. Irgendwie von den ersten wird es nie ein Gegner. Oder? Guck mal, wir haben nicht einen. Wir haben nicht einen. Wir haben richtig Bad Luck. Ach du Scheiße, jetzt aber. Räumt auf. Schön. Alter, richtig geklärt. Das war ein Zugriff. Okay, nice. Sehr nice. Er ist so wild. Ich habe richtig Bock, die ganzen anderen Charaktere auszuprobieren. Okay. 125. Dodge. Elemental Damage. Shirt. Lost Duck. Nee, ich will ein bisschen auf Luckets gehen auch. Range Damage. Ja. Die Bag. Noch eine Hand. Und 5 Max Life. Ah, aber wir gehen jetzt nicht auf die Früchte. Wir haben nicht mehr die Gartenschere. Aber 5 Max Life wären schon gewesen. Ach doch, können. Interessant. Können doch die Anfangsgegner werden. Ja, mach mal selber. Huch. Alter, das klatscht. Geil. Ist das schön. Nice. Ach, ist das schön, wie die einfach arbeiten. Ey, ich glaube, sobald eine Schaufel kommt, müssen wir richtig krass auf Schaufel gehen. Weil, gerade jetzt in den frühen Leveln, die halten die einen ja so ab. Wir müssen mal mehr auf Damage gehen. Hier, Elemental und Range. Das nicht. 9 Dodge Abfahrt. Range Damage. Hier, Harvesting. 16. Oh, aber Minusrüstung ist... Nee. Terrorblade, Alter. Und Lemon Tree. Klar, Terrorblade. Hitting an enemy spawns one projectile, dealing one damage. Ja, ist jetzt alles kacke, die ganzen neuen Waffen, weil wir machen ja minus 100% Damage, aber was macht der Lemon Tree? Spawnt alle 21 Sekunden Frucht. Entweder plus 2% Damage, plus 2 Melee Damage, plus 1% Crit, plus 1 Range Damage oder minus 1 Max LP. HP. Ja, ist ja insane. Also diese neuen Bäume sind ja insane. What? Hammer. Ey, die Bäume sind ja wirklich... Ey, stellt euch vor, wir haben richtig viele solche Bäume. Die Stats wuchern ja einfach nur. Schön. So, bleib mal bei mir in der Nähe, bitte. Genau. Ja, wir müssen irgendwie jetzt besser auf unsere defensiven Stats gehen. Weil wir jetzt nicht mehr 1000 Früchte haben. Müssen wir mal gucken. Life-Rack geht... Life-Rack muss es sein, weil... Life-Steal geht ja nicht. Ja, wobei doch. Aber darauf gehen wir ja nicht so viel. Das ist actually gut. Das macht auf jeden Fall Plus. 8 Harvesting... Ja, nehmen wir mal mit. Ja, hier ist Nummel dabei. Für uns 15 Luck. So, Lemon Tree. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Ja, wir können auf Lifesteal gehen, aber... Minus 1 Elemental ist zum Beispiel auch super bad für uns. Winkt schon die blaue. Noch eine Cap. Face Puncher. Was ist das für ein Bild? Okay. Insane Waffe aber. Hier auf so Lanzen gehen wäre geil, weil wir kriegen halt Speed. Dann sind unsere Viecher aber alle sehr schnell. Aber wichtiger ist eigentlich, dass unsere Viecher durchhalten und gut Damage machen, was sie jetzt tun. So, dann lass mal eine Frucht. Das sieht wirklich aus wie bei Paint gemacht, Alter, wie da jetzt diese Zitrone wächst. Scheiße. Ja, also optisch. Naja. Ach, was soll's, wa? So, gib die Melone. Plus
1% Crit, okay. Naja. Ja, wir müssen echt auf unser Leben aufpassen. Dodge, dodge, dodge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Noch eine Limone? Schade. Okay, 9 Dodge. 6. Ach, ich glaube, ich habe einmal das falsch genommen. Egal. 3 Milli-Damage. Abfahrt. Luck. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Geil. Ach komm, machen wir einfach so. Noch eine Hand. Abfahrt, oder? Einmal noch rerollen. Oh, das ist gut. Und das auch gut. Und das auch gut. Das kaufen wir. Oder das kaufen wir. Ey, ich habe gar kein Leben, fällt mir gerade auf. Wir kriegen gar keine Lebensitems. Das ist das insane. Hier, müsst ihr aufs Ei gehen. Wenn das Gegner wird, haben wir ein Problem, Leute. Sehr gut. Formation. Oh Gott. Die geben uns richtig auf die Fresse. Ich glaube, wir müssen eher so spielen. Oh, manchmal kommt da einer durch. Dann ist ärgerlich. Da war eine Limone. Scheiße. Oh Gott. Ja, mach mal selber. Frucht. Truhe. Nee, komm mal zu mir, Leute. Ich glaube, auf die Gartenschere zu gehen, war schon ein guter Fit für den Charakter. Nee. 3 Armor, das brauchen wir jetzt. Ja. Wir hatten noch gar keine Armor. Scheiße. 12 Speed. Oder 10 Harvest. Nochmal 12 Speed. Hilft uns ja auch, weil wir von den Leuten wegrennen. So, das, das. Machen wir noch so. Das sitzt gut. So, pass auf. Ja. Und der Traktor dann. Aber dass wir halt nur 19 Leben haben, ist lächerlich. Also es ist einfach lächerlich. Oder nicht? Wie kann das denn sein? Wieso haben wir 19, also 20 Leben? Wo sind unsere Leute? Die werden hier weggemacht. Da kommt eine schöne Zitrone. Ah. Ich sehe unsere Leute nicht. Ich bin so enttäuscht. Wo sind die? Oh Gott. Ja. Ja. Ja, da waren viele Doppler. Okay, jetzt haben wir da einen, der ein bisschen... Jetzt haben wir ein paar ordentliche Leute am Start. Ist das wild. Ist das wild, ey. Back. Ja, hier, 9 Leben. Endlich, ey. Man muss nur meckern. So, Traktor. Entchen. Ja. Bringt uns gar nichts, leider. Aber das. Das. Noch ein Traktor. Okay, das ist insane. So früh 2 Traktoren. Das wird sich rentieren. Die Renta ist insane. Junge, das ist ein Bausparvertrag, der jetzt uns angeboten wurde. Ein guter. Ein sehr guter, Freunde. Ah, oh Gott. Ja, bleib mal bei mir, bitte. Zack. Mach die weg. Ich hab ihn hier rein. Junge, das ist einfach durchgehend Wall of Death. Ist einfach nur nice. Die machen die so weg. Gedodged, easy. Gar nicht so aggressiv rumlaufen. Aber da unten ist eine Frucht. Zack. Die nehme ich mit. Oh Gott. Ich brauche echt Lebensregeneration oder so. Also. Da ist noch nichts da, ne? Ich kriege auch so viel. Ich habe auch gar keine Rüstung, merke ich. Also. Jawohl. I guess. Sind die noch schneller bei mir und an mir dran. 15 Luck. Harvesting. Oh, das ist insane.
Ja, also es negiert sich auch so ein bisschen. Aber ist schon gut. Das können wir mitnehmen. Range Damage. Gentle Alien bringt uns nur 2 Leben eigentlich. Wir wollen ja auch gar nicht viel Gegner. Noch ein Tree. Dodge. Ja, 8 Dodge ist krass. Aber minus 1 Armor ist natürlich kacke. Aber ist trotzdem gut. So. Mach die mal weg. Also, ich brauche meine Leute. Wo sind meine Leute? Hier, schön. Da will einer chargen und tötet ihn. Tötet ihn? Sehr gut. Es ist so wild. Junge, dieser Charakter ist so wild. Das Konzept ist so wild. Und das ist nur einer von irgendwie 10 Charakteren oder so, die neu sind. Durch die Mod. Wirklich heftig. Ja. Ja, ein paar Bäume. Ja, wir kriegen die ganze Zeit nochmal 2. Mach die mal alle weg hier. Jawohl. Gibt die Zitrone uns eigentlich auch Leben? Glaube, ne? Hab jetzt nicht so drauf geachtet. So. Plus 208 übrigens Ernte. So, das ist nice. Das nehmen wir. Das bringt uns ja nichts, aber viel Geld. 9% Dodge ist insane. Jetzt sind wir schon bei 45. Ich wechsle mal auf die andere Seite, oder? Ja, mach ich mal. 9 Leben. Geil, ich krieg nochmal ein paar Hände. Das nehmen wir mit. Beutel nehmen wir mit. Ja, aber wir brauchen jetzt echt mal irgendwie HP-Regeneration. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Nochmal eine Hand. Eine helfende Hand. Acht Armor, während man stehen bleibt. Oh, diese Stehenbleib-Items wären gar nicht so schlecht. Ich probiere das mal. Ist nur eine Hand. Und den nochmal. Und das. Super, dann haben wir 5 Lebensregenerationen. Okay. Geil, da ist direkt ein Boss. Und die haben ja auch Knockback, oder? Wir haben nicht genug Leute. Wir haben noch nicht genug Leute dafür. Kriegen wir mal 12 Leute jetzt. Muss ich mehr auf Max Life? Also ja, klar. Ah, jetzt haben wir gut. Ja, jetzt haben wir gut. Oh, die schießen auf mich. Warte mal, tanken meine Viecher Schüsse? Schon, oder? Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Alter, wir haben so viele Kisten übrigens. Ich halte mich einfach bei meinem Regenerationsding auf. Ungefähr. Oder halt auch meine Viecher. Alter, wir haben so viel Geld. Perfekt. Perfektes Item. Auch geil. Weg. Weg. Ich habe letzten Run noch nicht alle Damage-Items aussortiert. Fällt mir gerade auf. 2 Range, ja. 8 Elemental. Oder 9 Dodge. Dann hätten wir. Aber dann sind wir schon über dem Cap. Mache ich lieber 4 Elemental. Mehr Bäume, mehr EP. Hier. Attack Speed, während wir stillstehen. Ich meine, die Hände drücken die Gegner weg. Aber minus 10 Speed. Nee, ich glaube nicht. Geil, Free Reroll. Sofort Material ranziehen ist geil. So, das ist jetzt knattert. Pass mal auf, Krone. In Wave 12, das ist ja insane. Jetzt kriegen wir so viel mehr Ernte. So, die legen wir nochmal zusammen. Schwarzer Gürtel. Okay, Little Muscley Dude ist insane für uns. Ein Rüstung. Wir haben halt kaum Rüstung, aber es kommt erstmal in Elite. Wäre so krass, würde er für uns einfach spawnen.
Knüppel die weg. Oh Gott. Ich glaube, das überlebe ich nicht, oder? Ich habe nur drei. Nur drei! Ach, weil der Boss die gewone-shottet hat, glaube ich. Ich darf nicht alle auf den Boss hetzen. Wobei, jetzt wäre es sick. Guck mal, das sind alles kräftige Dudes. Oh Gott. Oh Gott. Nee, ich lasse sie freilaufen. Kein Grund zur Eile. Glaube ich. Guck mal, der ist fast tot. Tötet ihn. Tötet ihn. Zack, tot. Ich bin Jesus. Gott. Moses. Mozart. Das ist ja einfach nur zart. Geil. Alter, ich hab den weggemacht. Also nicht ich, aber die Leute. 900 Tacken fast. Ist ja wild. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Oh, das ist krass für uns. Also, nee, ist okay. Aber 5 Armor. 5 Armor nehme ich. Muss ich. So, Max LP oder Elemental Damage? Ich habe das Gefühl, die sterben mir eher weg, als dass die... Aber ist eigentlich auch geil, wenn die wegsterben, weil dann sortiert man die aus für die krassen Units. Weil irgendwann hat man 12 Leleks, die kaum Damage machen. Weil das halt kleine Schnecken sind. So, und die sterben dann nicht weg, wenn man nur immer tanky, tanky, tanky ist, ne? Aber ich nehm trotzdem Tankiness mit. 9 Dodge, damit sind wir im Cap. Boom. Geil. Elemental Damage, Lebensregeneration, weniger Gegner. Das ist alles insane. Die Candle ist insane für uns. Das sowieso. Noch eine Hand. Durian Tree. Was ist Durian? Irgendeine Nuss wahrscheinlich, ne? So, Max LP, Max HP, Luck, Schaden oder, ne, minus 30 Materialien immer. Zu 100%. Ach so, Junge, alles zu 100%. Wir kriegen 2 Luck, 2 Max Life, 2% Damage und minus 30 Materialien. Ja, auf jeden Fall, Abfahrt. Das ist geil. Heilen wir uns, wenn wir dodgen. Hier, Barrikade nochmal. Müssen wir stehen bleiben. Guckt euch das an. Es ist so bescheuert. Ich bin der Hexenkönig von Angmar. Ich bin der Meister. Mir dienlich sein. Ich bin der Hexer von Spandau. Tötet alles. Hallo, tötet alles. Tötet. Fahret aus in die Länder. Da habe ich gerade ein paar Stats bekommen. Was soll ich sagen? Es ist free. Das Game ist free. Also das Game ist nicht free. Kostet 5 Euro, aber... Der Progress ist free, ja. So, das holen wir nochmal ab. Zack. Da ist noch ein Baum. Zack. Die kloppen mir alles weg. Es ist so geil. Es ist ja so geil. Oh, fast den mit der Truhe noch gekillt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. 2 Elementar-Damage. Jetzt haben wir plus 16 Armor, wenn wir stehen bleiben. Das brauchen wir alles nicht. Oh, noch ein Lemon Tree. Abfahrt, I guess. Ja. Ich denke. Und die... Ja, das Medaillon müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, 24 Armor. Na gut, dann komm mal ran. Leute, wenn der Fettsack stirbt, kriege ich da noch die kleinen Viecher daraus. Hey, das heilt wirklich meine Viecher. Der Apparat oben, der heilt wirklich meine Viecher. Das ist einfach Next Level. Der hier, ihr müsst mal drauf achten, der schießt die ab. Der hielt die. Wild. Absolut wild. Also hier kommt doch kaum was zum Spawn. Ich bin ja überall auf der Map. Ich bin überall auf der Map vertreten, Digga. Meine Diener. Die sind überall. Ist ja einfach nur geil. Ist
2 Zitronen in meinen Mund. Ach, ist das schön. Ist das schön. Fast so schön wie unser Sieg über Unicorns of Love neulich, ne? So. Elemental Damage. Nee. Hä? Hä? Ich kämpf noch. Ich kämpf noch. Melee Damage. Lebensregeneration. So, Medaille. Das. Attack Speed. Ja. Wir kriegen 130% Attack Speed. Ja, weil wir 60% Dodge haben. 65. Haben aber gar keine Reichweite, ist uns ja aber völlig egal. Wir holen noch mehr Knockback. Jetzt kommt nichts mehr an uns ran. Oh, jetzt minus 2 Elemental Damage ist doof. Noch mehr Knockback. Das Ding. So, jetzt kommt eine Horde. Es ist einfach nur wild. Zack, zack, zack. Guck mal, wir haben die 6 Fäuste für ein Halleluja. Bam, 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 bam. So, aber ich muss ein bisschen umhergehen, um die Zweier hier abzuholen. Die Doppelten. Doppelt oder nichts. Ne? Zack. Nice. So, jetzt stehen wir hier und chillen. Ich bin unbesiegbar. Ich bin die Hand. 6 Händer bin ich. Von Spandau. 6 Hände für ein Halleluja. Ist einfach nur insane. Weg zur Seite. Zur Seite. Wild. Wild. 900 Attacken pro Runde. 3 Melee Damage. Coupon. Dodge für mehr Attack Speed? Nee, Lebensregeneration. Ich kämpfe noch weiter. Ich reroll für Lebensregeneration. Oder Max Life. Auch geil. 12. Luck. Hand. Baby Gecko. Hand. Oh ja. Tomate. Sehr gut. Traurige Tomate. Mushroom. Geil. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Nee. Jetpack glaube ich nicht. Speed ist okay, aber Koks auch. Also, nee. Ah, Junge, jetzt haben wir fast nur rote Hände. Hand of Blood, Digga. Ja, 50 ist mir zu viel für Reroll. Oh, können wir so einen Buff-Typen kriegen? Das wäre insane. Bitte. Das wäre so geil. Wenn der dann unsere bufft. Und die walzen dadurch. Hammer. Ist das geil. Das ist, also, hands down, ist halt der, ich glaube, mit die bescheuerte Rotator-Aufnahme, die ich hier hatte. Es ist so ein wilder Charakter. Wirklich, die normalen Potato-Charaktere meistens, bis auf die wie der Explodierer oder so, meistens spielen ja einfach nur mit den Zahlen. Ja, Dinge performen unterschiedlich, so, und dann mehr oder weniger unique ist das, ja. Es gilt da meistens eigentlich nur herauszufinden, mit welcher Waffe spielt man und auf welche Stats geht man. Und das hier ist halt so absurd anders. So, 3 Range Damage, klar. 15 Max Life. Oh mein Gott. 394% mehr Leben. 424%. Alter. Aber die Gegner sind jetzt deutlich schneller. Das kommt weg. Dafür das. Das ist an sich nice, aber 1... Ja doch, ich nehm's mit. Piggy, das Ding. Ja, ist leider nix. Piggy wäre, glaube ich, gut gewesen. Also jetzt nicht mehr, aber generell, weil wir so viel Knete haben. Habt ihr Knockback gerade gesehen? Oh, der ist gebufft. Mach den weg. Oh, der hält ja aus. Alter, der tankt die.
Holy shit. Wo sind die Buffer? Tötet die Buffer. Ich will mal selber einen, bitte. Da, ich habe einen. Ich habe einen genau neben mir. Bufft er uns? Oh Gott, für mich ist gerade ganz schwer nachzuvollziehen. Ich glaube nicht. Nachher bufft er noch die Gegner. So, mach die weg alle, komm. Das ist so wild. Schön lecker Zitronen. Oh, den wollen wir. Haben wir, sehr gut. Ich muss ja stehen bleiben, da habe ich ja über 30 Rüstungen direkt. So, das insane. Glück. Range Damage. Digga, was für Waffen, Alter. Also das, diese Schusswaffen, weiß ich nicht. Muss man halt mal voll embracen, glaube ich, aber allein optisch oder mal voll auf die Schaufeln gehen. Also es sind ja nicht nur die Charaktere, ist ja alles wild hier. Den nehmen wir mit. Guck mal, wie viel Geld wir haben. Kuchen, mehr Bäume. Na, schade, schade. Auf Crit gehen wir ja nicht. Ja, Grüße gehen raus an Sif, Digga. Da holen wir jetzt alle Materialien. Ist eigentlich total egal, aber... Ja, wir gehen ja eh nicht auf... Ja, das nehmen wir noch mit. Und dann kommt jetzt ein Boss. Mal gucken, ob der platzt. Oh, wir kriegen keine Leute. Ah. Doch, das sind unsere Eier. Die sind dunkel-lila, sind das unsere Eier. Oh, okay. Unlucky. Es zählt nicht. Ich dachte, dann wären das vielleicht auch safe unsere Leute. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wir kriegen hier keine guten Leute ran. Doch. Mach den weg. Komm, tötet ihn. Löscht ihn, löscht ihn. Tötet ihn. Wo ist er? Töten. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn für mich. Ja, schön. Klasse. Ey, ist das wild. Der hatte keine Chance. Der hatte keine Chance. Absolut wild. Stellt euch vor, wir haben jetzt Schaufeln. Ja, aber die Hände sind auch schon wichtig. Die Hände sind auch schon wichtig. Ohne Hände... 5 Range Damage ist insane. Nee, macht ja 0 Damage. Ja, warum nicht? Junge, wir haben 139 Leben. Ja, das geht besser. Komm, das geht besser. Ja, 2 Elemental Damage. Mehr Bäume. Geil, nochmal mehr Leben. Junge, wie viel Geld wir haben. Das negiert sich. Hä, den einfach zum dritten Mal, den Geist? Flash Buddy. 2 Max Armor für jede permanente Rüstung. Wir haben 18. Warum haben wir 18? Wenn wir das Item bekommen, konvertieren 50% unserer Rüstung in Max LP. Wobei ein Armor 4 Max LP bedeutet. Okay, aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Den hier nochmal. Aber krass, also wildes Item. Blood Donation lohnt nicht mehr. Der lohnt eigentlich auch nicht mehr, aber 3 Melee Damage. Ugly Tooth ist, glaube ich, schon gut. Gerade gegen die Bosse. Malstrom plus 6 Melee Damage, was gut ist. 24% Chance to release a bolt of electricity. Okay, what? Nehmen wir mit, aber vor allem wegen 6 Melee Damage. Abfahrt. Wie viel Leben wir haben? Also Max Life 145. Woher kommt das? Ich glaube durch die ganzen Bäume hier, oder? Oh, durch Sift kriegen wir einfach alles. Das ist ja der entspannteste Bild meines Lebens. Ich will es nur noch hier. Oh, das Kabel ist gezogen. Oh, weia.
das Kabel. Naja, was mache ich jetzt nur? Oh weia. Ich sage euch, was passiert. Meine ganzen Viecher rasieren die so den Arschwund. Es ist mir alles egal. Ich sammle einmal die Früchte ein. Ja, die Bäume könnt ihr aber auch schon mal wegmachen. Zack. So. Oh mein Gott. Woher krieg ich den Schaden? Naja, war ja nix. Perfektes Item. Zack. So. 4 Range Damage. Zack. 3 HP Regeneration. Jo. Flosse Genosse? Nee. Wir stehen hier eh nur rum. Das ist actually krass. Na, geht. Geht. Lebensregeneration. Max Life, aber dann sind die Gegner echt sackschnell. Lieber nicht. Armor nochmal? Nee. Das nehmen wir. Das ist geil. Das ist auch geil. Lack brauchen wir jetzt nicht mehr so. Nochmal eine rote Hand. Könnte man. Ja, komm. Nochmal mehr Knockback. Damage. Damage. Das war's. Letzte Runde, Leute. Was sind die Stats? 516% mehr Leben, 668% mehr Schaden, 222% schneller. Digga, das ist insane. So. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein paar Viecher. Ich renne erstmal ein bisschen weg. Wo sind die? Wir haben noch kein einziges. Alter, unsere Lebensregeneration, seht ihr das? Das muss auch durch die Zitronen und so kommen, oder? So, wo ist unser Marder? Wo sind die Leute? Ah, okay, jetzt haben wir ein paar. Schön. Jawohl, Alter, die smacken da durch. Manchmal kurven die so durch ein paar Gegner und one-tappen alle. Das ist crazy. Oh, der eine ist schon fast Half-Life. Aber die hacken sich auch schon richtig manchmal in die Bosse rein. Ja, die Inten halt ganz schön viel in die Bosse rein. Dadurch stacken die nicht so krass. Ich meine, ich könnte die auch einfach mir folgen lassen, aber... Ja, der eine Boss ist jetzt fast tot. Ja, gegen Bosse... Also vor allem gegen zwei merke ich gerade... wo sich der Damage aufteilt oder auch der Fokus. Das Ding ist, die rennen halt in die Bosse rein, kriegen dadurch ultra viel Damage jede Sekunde und verrecken. So, klar machen die auch Damage, aber ja. Und wenn da zwei Bosse sind, teilt sich das halt auf. Ey, Leute, es war ja komplett, also es ist ja komplett insane. Ich zeige euch noch einmal die Charaktere. Ihr könnt ja immer stoppen. Eins. Ach so. Oh Junge, die haben so viel. Okay, dann hier. Zack. Ihr könnt euch auch selber die Mod ziehen. Und dann könnt ihr mir sagen, was ich zocken soll. Junge, hier ist ein Gartenzwerg. Tomb Robber. Turret Master. Your weapons have their own minds. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei der Kanalmitgliedschaft mal vorbei. Und schaut bei der Eintracht rein. Ist jetzt immer hier jede Woche wieder Spieltage. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.